Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir uns mal den Bereich Job und Finanzen an für den Monat Oktober. Schauen, was die geistige Welt für Nachrichten, Impulse, Informationen für euch bereithält. Wenn es mit euch resoniert, dann macht es absolut Sinn, am Ende auf die Playlist zu schauen, euren Aszendenten noch mit anzuschauen. Playlist wird am Ende oben rechts eingeblendet. Und wer Interesse hat, im Oktober eine persönliche Legung bei mir zu buchen, findet den Link dazu zu den Infos in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und sich da mal schlau machen. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Waagen. Für den Bereich Job und Finanzen im Oktober. 10 der Stäbe auf dem Kopf. Wow, 10 der Schwerter auf dem Kopf. Königin der Münzen auf dem Kopf. 9 der Kelche auf dem Kopf. 9 der Münzen und die 5 der Münzen auf dem Kopf. Wahnsinn, meine Lieben. Job und Finanzen im Oktober. Es kann sein, dass einige von euch hier arbeitstechnisch absolut am Ende waren. Ja? Also das kann von Mobbing bis Überarbeitung, da gibt es auch eine Gruppe von euch, die einfach mit dem Schichtsystem nicht mehr klar kam, das ist einfach zehrend und ja, zermürbend gewesen. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Was hier liegt, ist, dass einige von euch wirklich ja, das sinkende Schiff verlassen, dass einige von euch sich aus dem alten Job befreien. Da kommt unglaublich viel Erleichterung, Leichtigkeit, psychische Gesundheit auch wieder in euch rein. Ja? Mit den 9 der Münzen hier, 5 der Münzen auf dem Kopf, es geht bergauf. Also wenn ihr das hier losgelassen habt, ja, und es kann sein, dass das hier Kollegen waren, die euch mehr Arbeit aufgehalst haben. Das kann sein, dass das Vorgesetzte waren etc. pp., die euch weder wertschätzend mit Worten noch mit irgendwelchen Konditionen irgendwie entgegengekommen sind. Das muss schlimm gewesen sein. Das lasst ihr hinter euch. Und in dem Moment kommt hier ein Energieshift rein, ein Energiewechsel. Das geht finanziell nicht nur in die Stabilität, sondern in die Aufwärtsbewegung. Von irgendwoher bekommt ihr auch Geld. Also es kann sein, dass hier mehr als ein Mensch euch irgendwas schuldig ist oder schuldet. Das bekommt ihr zurück. Es gibt hier auch die Möglichkeit, dass irgendwelche Dinge ausgezahlt werden, Anlagen, Sparverträge, weiß ich nicht, also irgendwie sowas. Dann gibt es hier leider auch das Unschöne, und zwar das Erbe. Ja. Aber unterm Strich muss ich sagen, dass ihr hier eine absolute 180-Grad-Wendung hinlegt, was die Jobkonditionen angeht und was die finanzielle Stabilität angeht. Es gibt ja auch einige, die, da sind jetzt die Kinder ausgezogen. Ne? Das heißt also, auch da kann man irgendwie dann nochmal Kosten sparen im Sinne von, weil man einfach weniger einkaufen gehen muss oder jetzt nicht mehr irgendwie für 4 Leute heizen muss, sondern nur noch für 2. Also so ganz wirklich banale Dinge, ja, liegen hier, die sich aber, ne, man sagt ja immer so schön, Kleinvieh macht auch Mist, die sich aber dann am Ende des Jahres, am Ende des Monats wirklich deutlich auch zeigen. Dann habe ich hier Vermieter, die, mit denen es irgendwie nicht so rund lief. Das können auch Nachbarn sein. Es sind aber eher irgendwie Hausverwalter, Vermieter, irgendwie sowas, die dann doch einsehen müssen, dass die Nebenkostenabrechnung irgendwie völlig daneben war. Da kriegt ihr möglicherweise auch noch was zurück. Das ist wirklich, wow, Aufschwung. Wir klären noch ein bisschen was. Wir bitten die geistige Welt um 3 Klärungskarten. So, die 7 der Schwerter, da haben wir ihn auch schon. Entweder
den Chef, den Kollegen oder den Vermieter, der ja, einfach nicht gut zu euch war, ja, der versucht hat, euch um Geld oder gute Konditionen zu betrügen. Ihr lasst hier was Vergangenes hinter euch. Das kann ein alter Job sein, das kann aber eben auch das sein, was ich eben angesprochen hatte, dass hier irgendwelche Verträge enden, dass hier irgendwas ausgezahlt wird, irgendwas, was in der Vergangenheit ja, begonnen hat, findet jetzt den Abschluss. Und das zahlt sich für euch aus. Es gibt hier eine Gruppe, die in etwas investieren. Tatsächlich, das kann ein Haus sein oder ein Schrebergarten oder sowas. Das kann aber auch ein Kurs sein in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, der, so wie es hier liegt, offensichtlich euch dabei hilft, irgendeine Art von Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, wo ihr dann etwas draus machen könnt, irgendeine nebenberufliche Tätigkeit oder eine Selbstständigkeit nebenbei, die dann auch wirklich, wirklich gut Geld abwirft, meine Lieben. Meine Lieben, das sieht wirklich gut aus. Und hier liegt auch nochmal, dass hier jemand aus der Vergangenheit, also irgendwer war euch noch was schuldig oder ihr habt jemandem Geld geliehen, das kommt zurück. Also auch da wird nochmal irgendwie Geld reinkommen. Ne? Unterm Strich wird es wirklich, es wird euch gut gehen. Also das ist hier viel Erleichterung. Einige von euch haben hier auch im Haus, also in, irgendwo um euch herum etwas, was ihr noch zu Geld machen könnt, was ihr gar nicht so auf dem Schirm hattet. Ja, der lustige lila Stein von Oma, der irgendwie oben auf dem Wohnzimmerschrank eingestaubt ist, da findet ihr dann raus, dass das irgendwie eine 10 Kilo Amethystgeode ist. Ja? Checkt das mal aus. Da kriegt man auch ordentlich Geld für. Also irgendwie so Dinge. Ja? Ihr sitzt auf Schätzen, meine Lieben. Und es kommt hier wirklich Wachstum rein. Nicht nur Stabilität, Wachstum. Wenn ihr da etwas losgelassen habt, was euch wirklich gelähmt hat und maximal belastet hat. Meine Lieben, hier im Übrigen unterm Kartenboden, ne? Das zum Thema Befreiung. Ich wünsche euch einen wundervollen Oktober. Schaut euch euren Aszendenten noch an. Gerne auch mehr Waage-Videos. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.